Dieser Junge ließ sich von einer Spinne beißen. Was dann geschah, ist unglaublich. In einem idyllischen Dorf namens Eichenwald lebte der neugierige Jugendliche, Tom. Eines Tages hörte er von einer Spinne im nahegelegenen Wald, deren Biss zwar schmerzhaft, aber nicht lebensbedrohlich sein sollte. Die Schwarze Witwe. Die Schwarze Witwe ist eine giftige Spinne, deren Name von dem Verhalten einiger Arten abgeleitet ist, bei dem das Weibchen nach der Paarung manchmal das Männchen frisst. Es gibt mehrere Arten von schwarzen Witwen, aber die bekannteste und am weitesten verbreitete ist die südliche Schwarze Witwe in Nordamerika. Tom, von einem unstillbaren Forscherdrang getrieben, entschied sich dazu, diese Spinne zu testen und ließ sich mit Absicht von ihr beißen. Die ersten Stunden waren von Schmerzen und Unwohlsein geprägt, und Tom begann seine Entscheidung zu bereuen. Doch nach einigen Tagen trat eine interessante Veränderung auf. Seine Immunreaktion schien sich verbessert zu haben, und er wurde weniger anfällig für gewöhnliche Krankheiten. Tom, der zunächst nur Neugierde im Sinn hatte, begann nun, seine Erfahrungen zu dokumentieren und medizinisches Interesse an seiner ungewöhnlichen Immunantwort zu wecken. Ärzte und Wissenschaftler wurden auf ihn aufmerksam und begannen, seine Reaktion auf den Spinnenbiss zu studieren. Die Erkenntnisse aus Toms Experiment flossen in die medizinische Forschung ein und trugen dazu bei, das Verständnis für Immunsystemreaktionen zu vertiefen. Was als individuelles Experiment begann, entwickelte sich zu einem Beitrag zur Wissenschaft und öffnete neue Perspektiven für die Medizin. Tom wurde zu einem unerwarteten Pionier, der aus einer scheinbar waghalsigen Entscheidung bedeutende Erkenntnisse gewann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. For President.